Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Der deutsche Autobauer VW hatte gehofft, er könne sich nach dem Skandal um gefälschte Abgaswerte schon bald wieder aufrappeln. Doch nach dem, was heute bekannt wurde, dürfte das noch ein bisschen dauern. Denn in dem, was der Konzern so harmlos als neue Unregelmäßigkeiten bezeichnet, steckt möglicherweise viel mehr. Ein ganz neuer Skandal, der den Ruf der weltweit erfolgreichen Marke für Jahre ramponieren könnte. Denn VW soll nicht nur die Schadstoffwerte manipuliert haben und so mit seinen Autos die Gesundheit von Mensch und Umwelt belastet haben. Heute wurde bekannt, dass Hunderttausende VW-Diesel- und Benzinmotoren auch mehr Sprit verbraucht und so mehr CO2 in die Luft gepustet haben sollen. Jörg Isen. Diesmal kommt die Hiobsbotschaft aus Wolfsburg selbst, nicht von der amerikanischen Umweltbehörde EPA. Es sind interne Ermittlungen bei Europas größtem Autobauer, die erstmals ans Licht bringen, dass bei rund 800.000 Fahrzeugen die CO2-Werte höher sind als vom Hersteller angegeben. Und auch die Spritverbrauchsangaben nicht stimmen. Betroffen seien Konzernmodelle der Jahre 2013 bis 2015. Darunter auch der Golf Blue Motion, heißt es aus VW-Kreisen. Konkrete Markenangaben machte der Konzern bisher aber nicht. Es sollen überwiegend Dieselautos sein, so die Pressemeldung. Heißt, erstmals sind auch Benziner betroffen. Wie viele ist noch unklar. Die Aufklärung steht erst am Anfang. Also wenn jetzt noch etwas nachkommt, dann spricht das dafür, dass bei Volkswagen intern noch nicht mal alle Fakten auf dem Tisch liegen. Und das führt natürlich zu einem verheerenden Eindruck in der Öffentlichkeit, wenn das der Fall ist. VW-Vorstandschef Müller fordert eine schonungslose und vollständige Aufklärung, die vor nichts Halt mache. In der schriftlichen Mitteilung heißt es: Für uns zählt einzig und allein die Wahrheit. Das ist die Voraussetzung für die grundlegende Neuausrichtung, die Volkswagen braucht. Was heute eingestanden wurde, dürfte Kosten in Höhe von rund 2 Milliarden Euro verursachen. Mit den Zulassungsbehörden wolle man jetzt über das weitere Vorgehen verhandeln. Der VW-Aufsichtsrat will sich am Montag über den Ermittlungsstand bei Europas größtem Autobauer informieren lassen. Tja, Thorsten Habke in Hannover, welchen Umfang hat dieses erneute Geständnis? Ja, das ist schon gravierend, was da heute herausgekommen ist. Es ist eben nicht eine komplizierte Manipulation einer Software, sondern da wurde ganz einfach ein anderer Wert angegeben als Verbrauchswert, als tatsächlich bei Volkswagen gemessen worden war. Also ein ganz einfacher Betrug. Und das alles bei Autos, die als die Leuchtturmprojekte bei Volkswagen gelten. Also die sogenannte Blue Motion Linie, der Golf Blue Motion, der Polo Blue Motion Fahrzeuge, wo man besonders auf niedrigen Verbrauch achtet und besonders ehrgeizige Werte behauptete, erreicht zu haben. Dort wurde um über 10% manipuliert, um über 10% wurden diese Werte geringer angegeben als die realen Verbrauchswerte. Und das betrifft ein Thema, was ja gerade auch die Autokunden und Autonutzer in Europa besonders wichtig nehmen. Denn gerade hier wird ja auch darauf geachtet, dass die Fahrzeuge sparsam sind, dass der CO2-Ausstoß niedrig ist. Also insofern eine ganz neue Kategorie. Müssen die betroffenen Fahrzeuge jetzt ebenfalls zurückgerufen werden? Nein, es ist zwar eine relativ hohe Summe, die Volkswagen da als wirtschaftliches Risiko heute Abend benannt hat mit 2 Milliarden Euro, aber dabei geht es nicht um Rückrufe, weil die Fahrzeuge technisch ja in Ordnung sind. Sie stoßen eben nur mehr CO2 aus. Volkswagen wappnet sich dagegen Schadenersatzklagen von Kunden. Es kann auch sein, dass Fahrzeuge steuerlich falsch eingruppiert worden sind und dass deshalb die Kunden zu wenig Steuern bezahlt haben. Das müsste nachgezahlt werden und wird man sich dann im Zweifel auch bei Volkswagen zurückholen. Also da hat man sich einfach versucht, mit diesen 2 Milliarden wirtschaftliches Risiko auf die sichere Seite zu begeben. Das wird für Volkswagen teuer, auch wenn die Zahl der betroffenen Fahrzeuge mit 800.000 nicht so hoch ist im Vergleich zu den 11 Millionen beim Dieselskandal. Es ist trotzdem ein teurer Betrug, der dort heute aufgeklärt wurde. Aber das zeigt sich eben auch, Volkswagen klärt im Moment ohne Rücksicht auf die Folgen auf. Dies immerhin der Unterschied zu dem, was vorher gekommen ist. Diesmal kommt die Aufklärung aus dem Volkswagen-Konzern selbst. Danke, Thorsten Habke in Hannover. Und wir schauen, ob sich die Ausweitung dieses Skandals bereits an den Börsen auswirkt. Markus Görne in Frankfurt. Lässt sich da schon was sagen?
Ja, Anleger sind, das kann man glaube ich so sagen, entsetzt. Schon den Tag über lag die VW-Aktie minus und als nach Schluss des Computerhandels VW dann diesen neuen Betrug zugegeben hat, dann gab es kein Halten mehr. Im nachbörslichen Handel geht die Volkswagen-Aktie deutlich in die Knie. Bei knapp minus 4% steht sie jetzt. Auch Porsche ist betroffen und auch da geht es abwärts. Minus 2% gibt die Aktie nach. Aber da droht noch Schlimmeres. Porsche hat am Abend in einer Mitteilung erklärt, dass die Erkenntnisse bei VW in Sachen Skandal das eigene Ergebnis von Porsche beeinträchtigen können. Das kann man durchaus als Warnung verstehen. Unter dem Strich bedeutet das, morgen werden Aktien von VW und Porsche wohl weiter unter Druck kommen. Die Hoffnung der Unternehmen ruht nun darauf, dass die Verkäufe stabil bleiben. Aber die nächsten Zulassungszahlen für diesen Monat, die kommen erst im Dezember. Markus Görne von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Die Flucht so vieler Menschen nach Deutschland ist auch heute bei uns wieder ein beherrschendes Tagesthema. Doch bevor wir uns unseren Sorgen widmen, gehen wir heute an die Quelle dieser Flucht. Selten genug sind unmittelbare Einblicke in die Hölle von Syrien. Und es ist nichts anderes als eine Kriegshölle, von der ein Schweizer Journalist berichtet, dem es gelungen ist, in der Region um Aleppo zu drehen. Aleppo steht wie keine zweite Stadt für diesen nun schon mehr als 4,5 Jahre andauernden Krieg. Denn hier in dieser geteilten Stadt bekämpfen sich Rebellen und Regime unerbittlich. Doch seitdem Russland an der Seite der Assad-Truppen kämpft, hat sich dieser Konflikt dramatisch verändert. Volker Schwenk hat das Material unserer Schweizer Kollegen bearbeitet. Rund um Aleppo ist es lebensgefährlich und das nicht nur wegen der Bomben. Nicht jede bewaffnete Gruppe duldet Reporter, diese schon. Der Mann, der in diesem Film nicht zu sehen sein wird, der Mann hinter der Kamera, ist der Schweizer Journalist Kurt Pelder. Eine Woche war er mit Aufständischen bei Aleppo unterwegs. Seit Russland an der Seite Assads kämpft, hat sich der Krieg hier verändert. Der Beschuss ist viel intensiver, sagt der Kommandant dieses Außenpostens. Sie haben Luftaufklärung, jede Menge Informationen von ihren Drohnen. Die Russen treffen ihre Ziele genau, ganz anders als das Regime. Deren Beschuss ist eher planlos. Am Himmel ein russischer Kampfjet, sagt ein Rebell. Dann die Bombe. Pelder mit seiner Kamera sucht Deckung. Russland wurde vorgeworfen, international geächtete Streubomben einzusetzen. Kleine Bomben, die Panzer zerstören sollen, aber oft nicht explodieren. Bomben wie diese. Damit bringen die Russen uns um, sagt der Mann vom sogenannten Zivilschutz. Nach Angriffen bergen sie die Opfer und Bombenreste. Solche Bomben hatten wir vorher nie, erklärt er, das ist noch übrig. So etwas werfen sie, gemeint ist die russische Luftwaffe, auf Zivilisten. Das ist der eigentliche Terror. Aleppo liegt nach zahlreichen Angriffen des Assad-Regimes in Trümmern, zumindest in den rebellenbeherrschten Stadtteilen. In Scharen verlassen Zivilisten Aleppo Richtung türkische Grenze. Der Journalist Pelder kann nur versteckt aus dem Auto filmen, denn islamistische Al-Nusra-Kämpfer, ein Ableger von Al-Qaida, werden immer mächtiger in der Region. In einem Dorf nahe Aleppo haben russische Kampfflugzeuge eine Moschee zerstört. Hier gab es keine Terroristen, sagen die Rebellen. Natürlich ist das ihre Sicht. Auch vor Ort bekommen Berichterstatter immer nur eine Seite der Geschichte zu sehen. Selbstverständlich waren das russische Flugzeuge, sagt er. Die Sprengwirkung ist viel stärker und die Schäden viel größer als bei Assads Luftwaffe. Das ist sicher russisch. Die Kämpfer planen eine Attacke für den kommenden Morgen. Die ersten paar Tage sei es schwer gewesen, den russischen Angriffen standzuhalten, sagen sie. Mittlerweile hätten sie ihre Taktik geändert und sie hätten sich daran gewöhnt, wie an so vieles. Karten spielen auf dem Handy, während draußen die Granaten der syrischen Armee einschlagen. Das ist meine Braut, sagt er. Und Putin ist ein Teufel, ich schwöre, ein Teufel. Draußen kaum zu hören, in der Luft eine Drohne. Die Kämpfer verstecken schnell ihr Auto. Doch zumindest dieser Angriff galt nicht ihnen. Und Kurt Pelder konnte das Kriegsgebiet glücklicherweise wohlbehalten wieder verlassen. Seit heute ist er wieder zurück in Zürich und uns von dort nun zugeschaltet. Guten Abend, Herr Pelder. Guten Abend. Sie waren mehr als 10 Mal in Aleppo, zuletzt vor einem Jahr. Wie hat es sich seither verändert? Ist ein Leben in dieser Region überhaupt noch möglich?
Es gibt immer noch Leute, die da ausharren, aber es wird immer schwieriger. Vor allem auch, weil die Luftangriffe jetzt sehr viel intensiver und zum Teil auch präziser geworden sind, weil die Russen ihre Flugzeuge besser warten als die Syrer. Und dadurch ist die russische Luftwaffe eigentlich den ganzen Tag über präsent, über Aleppo, der Stadt selbst, aber auch südlich von Aleppo, über ländlich geprägten Gebieten, wo jetzt eine große Regierungsoffensive stattfindet. Der russische Präsident sagt ja, er wolle mit seinen Luftangriffen in Syrien den Terror vor allem des IS bekämpfen. Aber die Rebellen sagen, die Russen beschießen ganz gezielt uns. Ist das glaubwürdig? Naja, ich bin eigentlich der lebende Beweis dafür, dass Putin nicht die Wahrheit sagt. Denn ich kann ja nicht mit Terroristen des IS oder von Al-Qaida durch Syrien ziehen. Das ist unmöglich. Ich war mit Aufständischen unterwegs, gewöhnlichen Rebellen, weniger radikalen Kampfgruppen als Al-Qaida oder dem IS. Und diese Gruppen wurden bombardiert, als ich da war. Da war kein IS in der Nähe. Al-Qaida war durchaus da. Also man kann auch denken, dass Putin dann und wann mal Al-Qaida bombardiert. Aber sehr viele Bomben fallen eben auch auf die weniger radikalen Gruppen und vor allem auch auf die Zivilisten. Und die versuchen immer mehr zu fliehen. In Deutschland kommen ja auch täglich Flüchtlinge aus Syrien an. Nun erfahren wir auch von Ihnen, dass für die Menschen, die der Hölle von Aleppo entfliehen, der Weg aus dem Land heraus verschlossen ist. Warum? Die Türkei hat die Grenze schon vor etwa 6-7 Monaten geschlossen für eigentlich alle Zivilkräfte. Es dürfen noch Lastwagen mit Nahrungsmitteln und dergleichen mehr rüber, aber keine Zivilisten, keine Kämpfer natürlich und auch keine Journalisten. Also das war für mich auch sehr schwierig, über diese Grenze rüberzukommen. Ich musste einen Schlepper benutzen, genauso wie Flüchtlinge, die das tun. Und das heißt, dass sich jetzt südlich dieser Grenze wie eine Flüchtlingsblase da aufbläst. Die Leute kommen aus diesen umkämpften Gebieten und campen direkt an der Grenze, an der türkischen Grenze, wo es kaum Hilfe gibt und hoffen, dass da Hilfe hinkommt oder dass man sie irgendwann mal doch noch in die sichere Türkei lässt. Mhm. Vielen Dank, Kurt Pelder, für Ihre Schilderungen mitten aus einem Gebiet, in das sich momentan nur noch wenige Journalisten hineinwagen, aus guten Gründen. Vielen Dank für Ihre Bilder und Eindrücke. Nach diesen Schilderungen ist es noch schwerer, sich vorzustellen, wie das gelingen soll, was Europas Politiker, aber auch die Bundesregierung gebetsmühlenartig wiederholen. Dass es die Fluchtursachen sind, die bekämpft werden müssen. Denn wie dieser Krieg in Syrien bald ein Ende finden kann, das weiß im Moment niemand. Auch Kanzlerin Merkel nicht, die im Moment gleich in doppelter Ausgabe Politik zu machen scheint. Auf der einen Seite gibt es die Flüchtlingskanzlerin der offenen Arme, auf der anderen die dann doch keine grenzenlose Zuwanderung will. Die letztere kommt in diesen Tagen immer mehr zum Vorschein. Eine Kanzlerin, mit der sich auch wie heute in der Unionsfraktion Horst Seehofer wieder gerne zeigt. Oliver Meyer-Rüth. Plötzlich wieder Seit an Seit nach wochenlangen Differenzen. Der CSU-Chef schon fast ein wenig demütig. Dabei hat er aus seiner Sicht doch einiges erreicht. Die Kanzlerin spricht nun von Ordnen, Steuern, Reduzieren. Die Ziele, die wir haben, heißen, dass wir die Fluchtbewegung ordnen und steuern wollen, Fluchtursachen bekämpfen wollen und so die Zahl der Flüchtlinge reduzieren wollen. Die Menschen warten darauf, dass wir dies jetzt auch konkret umsetzen. Und das ist auch unsere gemeinsame Absicht, das zu tun. Tagelang hat Seehofer Merkel bearbeitet, damit diese ihre Position in der Flüchtlingspolitik ändert. Dafür las der CSU-Chef der Kanzlerin auch aus einem Brief der ehemaligen Präsidentin des Zentralrats der Juden vor. Charlotte Knobloch appelliert an Seehofer, patriotisch zu sein und schreibt: Unser Land darf sich nicht verändern. Aus Seehofers Umfeld heißt es, dieser Satz habe Merkel beeindruckt. Vielleicht ein weiterer Grund, warum sie nun auch für Transitzonen ist. Doch der Dritte im Bunde spielt nicht mit. SPD-Chef Gabriel sagt weiter klar und deutlich Nein zu Transitzonen. Ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich finde es relativ albern, dass wir über ein Problem streiten, das 2,4% der nach Deutschland kommenden Flüchtlinge betrifft. Ja. In einer geraden Stunde erklärt er, es sind nur 2%. In einer ungeraden Stunde erklärt er, es sind Massenhaftanstalten, wo 50.000 und 100.000 untergebracht werden. Ich werde da nicht recht schlau draus.
Und deshalb, glaube ich, müssen wir ihn zuallererst einmal ein bisschen informieren, was tatsächlich beabsichtigt ist. Am Donnerstag wollen sich die beiden mit Gabriel treffen und einen Kompromiss finden. Insgesamt wünsche ich mir, dass die Menschen in Deutschland in ein paar Jahren sagen können, das haben die damals gut gemacht. Und wenn es nicht so gut gemacht ist, werden die beiden ab jetzt wohl wieder gemeinsam besser darauf achten, dass der SPD die Schuld dafür zugeschrieben wird. Wenn immer mehr Flüchtlinge in unser Land kommen, dann fürchten auch viele, dass wir insgesamt zu viel vom gesamten Kuchen werden abgeben müssen. Dass die Gesellschaft ärmer wird, es mehr Arbeitslose und weniger tolle Konjunkturdaten geben könnte. Doch was ist wirklich dran an diesen Befürchtungen? Dieses ungute Bauchgefühl vieler Deutscher entpuppt sich im kühlen Kopf von Wirtschaftsexperten an einigen Stellen als unbegründet, wie Christina Böker berichtet. Es kommen viele, nach wie vor Tag und Nacht. Sie gehen in eine ungewisse Zukunft, nach Deutschland, wo sich viele fragen, was all die Menschen für den Staat bedeuten. Auf dem Arbeitsmarkt ist die Lage so gut wie lange nicht. Arbeitslosenquote 6%, 2,65 Millionen Arbeitslose, der niedrigste Stand seit fast 24 Jahren. Klar ist, diese Zahl wird durch die Flüchtlinge erstmal steigen, geschätzt um 70.000. Um dann aus Flüchtlingen Arbeitnehmer zu machen, braucht man einen langen Atem. Erfahrungswerte aus der Vergangenheit. Im Zuzugsjahr bekamen 8% der Flüchtlinge einen Job. Nach 5 Jahren arbeiten knapp 50, nach 10 Jahren 60%. Tendenz steigend, je mehr Zeit vergeht. Die Menschen dürfen nicht gleich arbeiten. Es braucht eine Weile, bis die Asylverfahren abgeschlossen sind. Es herrscht eine hohe Rechtsunsicherheit. Dann bringen viele Menschen keine Sprachkenntnisse mit. Die Qualifikation ist schlechter als im Durchschnitt der anderen Migranten. Sie müssen in Bildung und Ausbildung investieren. All dies braucht Zeit. Wir leben in guten Zeiten. Die Wirtschaft brummt und soll weiter wachsen. 2016 um 1,8%. Kurzfristig können die Flüchtlinge der Konjunktur einen Schub geben. Zelte, Busse, Verpflegung, all das sorgt für Umsatz. Was die Flüchtlinge für die Staatsfinanzen bedeuten, hängt davon ab, wie viele arbeiten. Das heißt, wie viel Steuern und Sozialabgaben Flüchtlinge mit Jobs einzahlen und wie viel andere, die keine Jobs haben, aus den Sozialkassen herausbekommen. Es wird dann ein Positivgeschäft für den Staat, wenn es nicht länger als 10 Jahre dauert, die Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und wenn diese Menschen zu Fachkräften werden. Demografisch ist die Ausgangslage schlecht. Deutschland schrumpft. Die aktuelle Geburtenrate liegt bei 1,41. Und bis zum Jahr 2040 soll es 7 Millionen weniger Erwerbsfähige geben, trotz hoher Zuwanderung. Wir werden die Schrumpfung Deutschlands möglicherweise aufhalten können, mit Sicherheit aber nicht die Alterung. Denn Zuwanderer, obwohl sie jünger sind, haben die sehr unangenehme Eigenschaft, dass sie eben auch älter werden, und zwar genauso älter werden wie die Deutschen. Das heißt, sie verjüngen einmal die Bevölkerung, gliedern sich dann aber in die Bevölkerungspyramide ein. Es kommen viele. Und damit langfristig viele arbeiten und davon leben können, ist noch einiges zu tun. In welchem Loch sind sie verschwunden? Die 6,7 Millionen Euro, die der DFB vor der WM 2006 an die FIFA gezahlt hat. Wer hat wann, wem, welchen Betrag zugespielt und welche Taktik steckte dahinter? Für diese Fragen interessieren sich mittlerweile nicht mehr nur Journalisten, sondern seit heute auch Steuerfahnder. Gegen DFB-Präsident Niersbach und seinen Vorgänger Zwanzinger wird jetzt wegen Steuerhinterziehung ermittelt. Und auch die Rolle von Franz Beckenbauer und Günter Netzer muss geklärt werden. Eigentlich ist Fußball ja eine Mannschaftssportart, bei der die Spieler fest zusammenstehen. Doch was beim Deutschen Fußballbund gerade gespielt wird, erinnert immer mehr an einen Nahkampf. Jeder gegen jeden. Gerrit Rudolph. Sie kamen im Morgennebel in die Zentrale des DFB, um Klarheit über die 6,7 Millionen Euro zu erlangen, die im Vorfeld der Vergabe der WM 2006 auf unklaren Wegen geflossen sind. Mehr als 50 Steuerfahnder durchsuchten heute die Räume des Deutschen Fußballbundes in Frankfurt am Main und die Privathäuser des DFB-Präsidenten Wolfgang Niersbach, seines Vorgängers Theo Zwanziger und des früheren DFB-Generalsekretärs Horst R. Schmidt. Gegen die 3 Mitglieder des WM-Organisationskomitees ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in einem besonders schweren Fall.
Den Geschuldigten wird vorgeworfen, im Rahmen ihrer damaligen Verantwortlichkeiten unrichtige Steuererklärungen eingereicht zu haben und hierbei Körperschafts- und Gewerbesteuer sowie Solidaritätszuschlag für 2006 in nicht unerheblicher Höhe verkürzt zu haben. Niersbach, Zwanziger und Schmidt hätten die fraglichen 6,7 Millionen Euro falsch deklariert, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Wie das Sommermärchen nach Deutschland kam, interessiert die Fahnder nur am Rande. Ermittelt wird nur wegen möglicher Steuerhinterziehung. Andere Tatvorwürfe wie Untreue oder Bestechung sind verjährt. Der DFB betonte, er wolle die Aufklärung unterstützen und erklärte schriftlich: Die Staatsanwaltschaft teilte dem DFB im Rahmen der Durchsuchungen mit, dass sich die Ermittlungen auf den Verdacht einer Steuerstraftat beschränken. Der DFB selbst ist nicht Beschuldigter des Verfahrens. Während sich Wolfgang Niersbach heute nicht äußern wollte, sagte sein Vorgänger Theo Zwanziger, er habe sich nichts vorzuwerfen. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage, da ist nichts zu befürchten. Was ansonsten dabei rauskommt, werden wir abwarten, aber so ist es besser als durch irgendwelche Untersuchungskommissionen und Leute, die abhängig sind und damit rauskommen. Ich denke, es wird noch ein bisschen Zeit vergehen, aber dann werden wir es wissen. Mir geht es sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich schon früher erwartet, dass die kommen. Begrüßt werden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft vom Sportausschuss des Bundestages. Herr Niersbach hat uns zum Beispiel zugesagt, zu einem geeigneten Zeitpunkt durchaus in den Ausschuss zu kommen. Ich habe heute eine ähnliche Mitteilung vom früheren Bundesinnen- und Sportminister Otto Schily bekommen. Also wir haben schon Möglichkeiten, damals handelnde Personen in den Ausschuss zu bekommen. Politiker und Juristen wird die Aufklärung der Vergabe der WM 2006 vermutlich noch lange beschäftigen. Die Wege der 6,7 Millionen Euro bleiben wohl weiterhin rätselhaft. Steuerrazzia beim DFB. Ein Kommentar von Alois Theisen vom Hessischen Rundfunk. Was haben Niersbach, Zwanziger und Konsorten mit dem Gangster Al Capone gemeinsam? Dem legendären Boss der Chicagoer Unterwelt in den 20er Jahren konnte die Polizei Mord, Schutzgelderpressung oder Bestechung nie nachweisen. Am Ende brachte ihn die Steuerfahndung hinter Gitter. So weit sind wir beim DFB noch lange nicht. Selbstverständlich gilt auch in diesem Fall die Unschuldsvermutung. Und selbstverständlich ist der DFB keine kriminelle Vereinigung. Ermittelt wird gegen drei Spitzenfunktionäre. So paradox es klingt, dem Deutschen Fußballbund konnte nichts Besseres passieren. Endlich gibt es eine echte Chance aufzuklären, wozu die ominösen 6,7 Millionen Euro wirklich eingesetzt wurden. Für ein Kulturprogramm oder für Korruption. Ab heute sind hoffentlich Profis am Werk, nachdem die DFB-Spitze nicht willens oder nicht in der Lage war, aufzuklären. Und endlich besteht die Hoffnung, dass aus dem Rachefeldzug des beleidigten Ex-Präsidenten Theo Zwanziger keine endlose Geschichte wird. Zwanziger könnte mit seinen öffentlichen Beschuldigungen am Ende ein klassisches Eigentor geschossen haben. Von Hausjurist hatte er vor seinem Rachefeldzug angeblich prüfen lassen, ob er selbst wegen einer Straftat belangt werden könnte. Offenbar hat er dabei eines übersehen. Bestechung war als Straftat verjährt, aber schwere Steuerhinterziehung noch nicht. Das hätte Zwanziger eigentlich wissen können. Vor seinem Jurastudium war er zum Steuerinspektor ausgebildet worden. Übrigens, das Sommermärchen kann Deutschland niemand mehr nehmen. In diesem Sinne waren die 6,7 Millionen Euro gut angelegt und jeden Cent wert. Von mir aus gibt es dafür mildernde Umstände. Alois Theisen kommentierte. Ob wir auf die Welt kommen wollen, wird keiner von uns gefragt. Aber muss das auch zwangsläufig bedeuten, dass auch die Entscheidung, wann wir uns aus diesem Leben verabschieden wollen, nicht in unserer Hand liegt? Oder sollten Menschen ein Recht auf Hilfe haben, wenn sie nur noch einen Wunsch haben, nämlich zu sterben? Kurz bevor der Bundestag über eine Neuregelung der Sterbehilfe abstimmt, haben heute drei Fraktionsvorsitzende sich zusammengetan und ihre Kollegen dazu aufgerufen, für ein weitgehendes Verbot der Sterbehilfe zu stimmen. Ein ungewöhnlicher Appell, sollen die Abgeordneten am Freitag bei der Abstimmung doch allein auf ihr Gewissen hören. Tim Herden. Jeder Friedhof erzählt, die Grenze zwischen Leben und Tod kann plötzlich und unerwartet überschritten werden. Doch es gibt Menschen, die durch Krankheit und Schmerz vom Tod gezeichnet sind und das Leben sie trotz eigenem Wunsch nicht loslassen will.
Sie wollen sterben und einige brauchen dazu Helfer. Und so steht im Bundestag die Frage, was ist an Hilfe beim Sterben erlaubt? Die Gruppe um die SPD-Abgeordnete Kerstin Griese zieht da sehr enge Grenzen. Will Sterbehilfe durch Ärzte oder Organisationen nicht zulassen, nur der Kranke selbst soll sich töten dürfen oder sich von nahen Verwandten dabei helfen lassen. Warum brauchen wir einen Gesetzentwurf? Weil assistierter Suizid als organisiertes, als geschäftsmäßiges Angebot von Vereinen und Einzelpersonen zugenommen hat und weil wir das eindämmen wollen. Dagegen steht eine politisch bunte Truppe um Peter Hinze, Renate Künast und Petra Sitte. Sie vertreten zwei Positionen. Sterbehilfe soll Ärzten erlaubt sein oder Sterbehilfevereine sollen beim Sterben helfen dürfen. Wir wenden uns gegen die Kriminalisierung von Ärzten, die sich grundsätzlich bereit erklären, schwer leidenden Menschen Suizidassistenz zu gewähren. Und wir setzen uns ein für Gewissensfreiheit von Patienten und Ärzten. Ging es im Parlament um Leben und Tod, verschwanden die Grenzen zwischen den Fraktionen, dann zählte nur das Gewissen des einzelnen Abgeordneten. So sollte es auch dieses Mal sein, doch nun unterstützen drei Fraktionsvorsitzende von SPD, Union und Grünen in einem Brief den Antrag für ein weitgehendes Verbot der Sterbehilfe. Ein ungewöhnliches Vorgehen. Wir sind drei wichtige Abgeordnete im Deutschen Bundestag und wenn die eine Meinung haben, hat das politisches Gewicht. Doch für die Befürworter einer liberalen Regelung der Sterbehilfe verstößt diese Einmischung gegen die guten Sitten des Parlaments. Dass Fraktionsvorsitzende versucht haben, auf das Abschlussergebnis Einfluss zu nehmen in dieser Form, das ist völlig neu. Ich halte das auch für höchst problematisch, weil die Abgeordneten im Bundestag, ich glaube, auch gar nicht eines solchen Briefes bedürfen. Am Freitag muss sich nun im Bundestag zeigen, ob trotzdem das Gewissen über die Fraktionszugehörigkeit siegt. Alle wissen, es geht um Menschen, die gepeinigt durch Krankheit und Schmerz an der schmalen Grenze stehen zwischen Leben und Tod. Und wir schauen nach Dresden. Schon wieder haben Äußerungen auf einer Pegida-Kundgebung für einen Eklat gesorgt. Es ist der Mitbegründer der fremdenfeindlichen Bewegung selbst, den die Justiz ins Visier genommen hat. Die Nachricht mit Judith Rakers. Lutz Bachmann hat gestern Abend in Dresden Justizminister Maas in die Nähe des NS-Chefpropagandisten gerückt. Er nannte Maas den, so wörtlich, schlimmsten geistigen Brandstifter seit Goebbels. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung. Der Minister selbst will aber auf eine Anzeige verzichten. Bachmann hat deshalb wohl keine Konsequenzen zu fürchten. Nach dem Brand in einer Bukarester Diskothek haben am Abend mehr als 10.000 Menschen gegen die Regierung demonstriert. Sie warfen ihr Unfähigkeit sowie Korruption vor und verlangten den Rücktritt von Premierminister Ponta. Bei dem Feuer am vergangenen Freitag kamen mindestens 32 Menschen ums Leben. Viele wurden schwer verletzt. Der wegen Steuerhinterziehung verurteilte frühere Präsident des FC Bayern München, Uli Hoeneß, hat seine vorzeitige Haftentlassung beantragt. Wenn das zuständige Gericht dem zustimmt, könnte Hoeneß im März kommenden Jahres ein freier Mann sein. Der 63-Jährige ist bereits seit Anfang des Jahres Freigänger. Hoeneß war 2014 wegen Steuerhinterziehung zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. In der Fußball-Champions League hat am Abend Wolfsburg beim niederländischen Meister Eindhoven mit 0:2 verloren. Borussia Mönchengladbach spielte gegen Juventus Turin 1:1 unentschieden. Damit verpasste Gladbach den Einzug ins Achtelfinale. Champions-League-Stimmung vom Allerfeinsten im ausverkauften Borussia-Park. Und die Gladbacher begannen mit der gleichen Leichtigkeit wie in der Bundesliga. Dahoud mit dem ersten Kracher. Die Borussia mit viel Selbstvertrauen, das klar bessere Team. Und nach 22 Minuten die verdiente Führung durch Johnson. Das Team von immer noch Interimscoach André Schubert beherrschte den italienischen Rekordmeister, bei dem Sami Khedira verletzt fehlte. Doch kurz vor der Pause schlug die alte Dame Juve zurück. Lichtsteiner mit dem Ausgleich 1:1, auch der Pausenstand. Kurz nach dem Wechsel dann rot für den Turiner Hernanes und das völlig zu Recht nach dieser üblen Attacke gegen Dominguez. Der Bundesliga 5. in Überzahl mit besten Chancen, doch Torwart Dino Buffon rettete erst gegen Stindl und kurz vor dem Abpfiff verhinderte nochmal die Latte den ersten Gladbacher Sieg in der Champions League und den hätte sich die Mannschaft von André Schubert eigentlich verdient gehabt. So, fehlt noch das ungewöhnlich heiße Herbstwetter, Claudia Kleinert. Geht das so weiter?
Ja, Karin, heiß ist es nicht wirklich, aber es ist ganz schön warm und viel zu warm für Anfang November. Wir haben im Moment Temperaturen von 18 bis 20 Grad, allerdings auch das nicht überall, weil in Hamburg sind wir heute Morgen mit 3,8 Grad gestartet. Dann stieg die Temperatur im Laufe des Tages auf immerhin 4,1 Grad. Mit dickem Nebel, recht kühle Luft, da war nicht viel mehr drin. Ganz anders Heidmühle im Bayerischen Wald. Da wusste man heute wahrscheinlich gar nicht, was man anziehen sollte. Heute Morgen -10,1 Grad. Dann im Laufe des Tages ging es rauf auf 21,5 Grad, 30 Grad Temperaturunterschied. Da gab es ein bisschen Föhn und vor allem in den höher gelegenen Tälern ist es halt morgens im Moment kalt. Das wird auch morgen nicht viel anders sein. Dementsprechend verrückt ist das im Moment mit den Temperaturen. In der Nacht gibt es wieder Nebel, der breitet sich zum Teil auch wieder aus. Vor allem im Norden ist er sehr dicht, auch im Süden. Hier und da wirklich zähe Nebelfelder über der Mitte, auch mal längere Zeit sternenklarer Himmel und ein paar lockere Wolken. Die Temperaturen sinken bis morgen früh im Westen meist auf 12 bis 5 Grad. Weiter nach Osten, da wo es klar ist, auch leicht frostig, -1 bis -5 Grad, ähnlich kalt auch in höher gelegenen Tälern. Morgen Vormittag Sonnenschein. Immer noch Nebel im Norden, der bleibt auch ein bisschen zäh. Auch nach Süden hin löst er sich erst langsam auf im Laufe des Nachmittags, dann aber doch verbreitet Sonne mit ein paar Wolkenfeldern. Wahrscheinlich aber Richtung Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern ziemlich zäher Nebel. Genauso am Neckar und auch Richtung Bodensee ist es möglich, dass es nicht richtig auflockert. Mit Sonnenschein geht es wieder rauf auf bis zu 20 Grad. Sonst im Nebel 2 bis 7 Grad. Der Wind dazu meist schwach aus südlichen Richtungen. Und die nächsten Tage bleibt es warm, gibt immer mal wieder Sonne und ein paar Wolkenfelder. Im Norden vielleicht ein paar Tropfen, aber die Temperaturen gehen rauf auf 14 bis 20 Grad. Und damit bleibt es dann eben auch jetzt noch die nächsten Tage sehr mild. Vielen Dank, Claudia. So, und ich verabschiede mich heute mal ein paar Nummern kleiner neben diesem Pappkameraden. Denn dass diese Mischung aus Jan Hofer und Jens Riewer ausnahmsweise mal nichts zu sagen hat, das liegt daran, dass das hier nur nachgebaut ist und die Tagesschau ganz klein groß rauskommt. Unser Nachrichtenstudio sendet seit heute auch aus dem Hamburger Miniaturwunderland und berichtet über alles, was sich in dieser winzigen Welt ereignet. Liebling, Sie haben die Tagesschau geschrumpft. Großartig. Bis morgen.